Guten Abend. Ja, auch heute beschäftigt uns der Kahlschlag beim Windkraftanlagenhersteller Senvion in Husum. Denn wenn einer der Marktführer einen ganzen Standort aufgibt, ist das möglicherweise ein böses Omen fürs ganze Windenergieland Schleswig-Holstein? Ja, welche Zukunft hat die Branche noch hier bei uns? Wir haben mit einem Experten darüber gesprochen und der ist ziemlich optimistisch. Katerstimmung nach dem schwarzen Tag der Windkraftanlagenbauer in Husum. Wirtschaftsminister Mayer sieht einen Scherbenhaufen. Senvion selbst sieht die Ursache dafür, dass weltweit 780 und in Schleswig-Holstein 150 Stellen gestrichen werden, vor allem im wirtschaftlichen Umfeld. Dass es Probleme mit der Produktion der Rotorblätter in Bremerhaven gab, bestätigte Senvion heute gegenüber dem NDR. Sie seien aber nicht ausschlaggebend für den derzeitigen Firmenkurs gewesen und hätten auch nichts mit der Schließung des Werks in Bremerhaven zu tun. Der internationale Druck auf die Windkraftanlagenbauer nimmt wirklich zu, sagt Martin Grundmann. Er makelt mit seinem Unternehmen 3500 Megawatt erneuerbare Energie, gehört in der Branche zu den Marktführern. Wir sehen ja eine Konsolidierung im Bereich der Windenergieanlagenhersteller. In den vergangenen Monaten hat es Zusammenschlüsse von großen Unternehmen gegeben. Und bei Senvion werden wir sehen, wer der Käufer dieses Unternehmens dann sein wird. Der Wettbewerb hat im Windenergieanlagenherstellerbereich durchaus zugenommen. Die Arbeitsplätze der Windenergiebranche entstehen in Zukunft nicht woanders. Es entstehen nur andere Arbeitsplätze in der Windenergiebranche, sagt Grundmann, auch in Schleswig-Holstein. Ärgerlich sei der Verlust hochspezialisierter Senvion-Experten in Husum und Osterrönfeld. Die könne man in Zukunft sicher noch gebrauchen, vor allem, weil die Branche immer weiter digitalisiert werde. Ja, man muss immer die übernächsten Schritte im Auge behalten als Unternehmen, weil man sonst nicht vorankommt. Es ist so, dass wir bei der Energiewende jetzt etwa ein Drittel des Weges geschafft haben. Und die anderen zwei Drittel kommen noch. Was wir aber nach dem ersten Drittel machen müssen, ist, dass wir mehr in die Qualität gehen, dass wir in die Energieversorgung gehen, dass wir in die Systemverantwortung gehen von Seiten der erneuerbaren Energieerzeugung. Und das hat sehr viel mit Digitalisierung, mit IT-Technologie und mit hochqualifizierten Arbeitskräften zu tun. Gut 12.000 Menschen arbeiten in Schleswig-Holstein derzeit in der Windenergiebranche, schätzt Grundmann. Die meisten im Bereich Service und Management der Anlagen und Windparks. Und es können noch mehr werden, wenn die Industrialisierungsprozesse der Branche nicht verschlafen werden und die Rahmenbedingungen stimmen, sagt er. Die Zukunft für Schleswig-Holstein ist im Bereich der erneuerbaren Energien auf jeden Fall positiv, sofern die Landesregierung ihren Kurs nicht wechselt. Und dabei bleibt, dass die Energiewende auch in Schleswig-Holstein umgesetzt wird und auch Schleswig-Holstein dazu beiträgt, die Klimaziele zu erreichen. Auch wenn die Schließung des letzten Anlagenbauers im Land bedauerlich sei, die Katerstimmung wird nicht lange anhalten, glaubt Grundmann.